Yo, 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 what up, Leute? Es ist wieder euer Max Rolls und willkommen zu einem erneuten Video hier auf dem Kanal. Heute mal ein, ja, etwas besonderes Video. Ich bin gerade auch am Livestream, aber ich bin auf die grandiose Idee gekommen, weil auch ein paar Leute im Chat das auf jeden Fall supportet haben, diese Meinung, dass ich heute mal live, und zwar doppelt live quasi, auf das Elotrix-Ausraster-Video reagiere. Weil ich mir das jetzt persönlich auch schon lange nicht mehr ganz angeguckt habe. Und grüße auf jeden Fall alle, die jetzt gerade im Chat sind. Und ich gönne mir jetzt einfach das Video. Und ja, Leute, also gönnt euch. Ja, weil wir letztens umgebaut haben, deswegen. Ja, wie cool seid ihr? Wieso? Was habe ich gemacht? Nee. Woher kennst du den Tipp? Keine Kenne das Ahnung. schon ewig. Von damals noch und jetzt einfach so zur BO3-Zeit wieder so am Chillen gewesen und ganz normal leveln. Alter, die stupsen mich alle an. Du hast den schlechtesten PS der Welt, Alter. Solche Mist geworden. Ich weiß. Da Sollen bin ich wir schon wieder auf deinen gehen? Ne, es geht darum, dass ich den wegbannen hier will. Du Du lachst. Bist du lachst. wirklich ein kleiner Wurm, ne? Jetzt kommt's. Ja. Du Bastard, Alter. Du bist so eine Missgeburt, man. Du kriegst hier mit Cookies auf dem Bildschirm rum im Stream, machst einen auf heile Welt, Alter, du kleine Missgeburt. Was war mit den Videos damals, ne? Du kleine Missgeburt. Ja, ich Wenn war du da halt wohl die zu Fresse sehen. hast und ein Problem hast, Digga, ich schick dir jetzt meine Adresse und dann kommst du zu mir und dann kannst du mal große Scheiße. Fresse haben. Oder du Na. schickst mir deine, dann poste ich die auf Facebook, dann weißt du mal, wie es ist, auf die Fresse zu bekommen, du kleine Missgeburt. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Dass du im Internet große Fresse hast hoch 20, du kleine Missgeburt. Hast du mal in deinem Spiegel geguckt, oder? Du kleiner Ja. Bastard. Hey, Leute, man hört einfach, wie ich mir dieses Lachen hier so unterdrücken muss. So. Er sagt so, hast du eigentlich mal in deinen Spiegel geguckt? Ich so, ja. So, ich weiß einfach zu dem Zeitpunkt schon, dass er sich so unglaublich lächerlich macht. Das ist einfach nur wirklich zu schön. Weiter geht's. Was du für Videos gemacht hast, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Du kleiner Holzspäne inhalierender kleiner Wurm! Findest du das lustig, oder? Digga, ich komm vorbei, ich Nein. schwör's dir. Mit 100 Russen Kumpels, ich komm alle. Die kommen alle, Digga. 10.000 Euro, ich lass dich verschwinden. Du. Okay, das Video ist von 2015. Das ist jetzt knapp 4 Jahre her. Leute, ich glaube nicht, dass Elotrix irgendwen, auch nur irgendwann, auch nur ansatzweise irgendwen dazu beauftragt hätte, mich verschwinden zu lassen. Carsten, ich bin immer noch hier. Ich Kleiner finde das dreckiger überhaupt nicht Bastard, was witzig. du dir einbildest, du bist so ein richtiges kleines Internetopfer, Mann. Digga, das hat dir aber gar nicht gefallen, dass der Elotrix Hype hatte und du kleine Missgeburt nicht, ne? Komm, mach's mal auf, jetzt hast du die Ja, Gelegenheit, ich höre darum gehst du dich! doch Hol dir gar die nicht. Du große warst doch Fresse in den Headbutt damals! Du kleiner Untermensch! Ja, lass mich Deine doch Mutter hab ich gefickt, ausreden. Mann! Junge, er sagt so, komm, jetzt mach doch mal dein Maul auf. Jetzt hast du die Gelegenheit. Ich will sowas sagen, so ganz gechillt, so, weil ich mich einfach nicht auf sein Niveau herablassen will. Und dann schreit er einfach weiter rum. Ich will irgendwas sagen. Er lässt mich einfach nicht ausreden. Junge, Junge, Junge. Ich schwöre, ich war zu dem Zeitpunkt 15 oder 16. Er war 20 plus. Und Alter, selbst ich habe mich nicht auf sein Niveau herabgelassen. Oh mein Gott. Also, for real. Solche Typen wie dich kann ich erleiden! Ja, Was okay. ja? Jetzt stotter hier nicht rum! Das große Maul auf YouTube gehabt! Ich stotter Als ich nicht mal, deine aber. Hand gesehen Moment, hab, ich bin dachte hier ich, ich kurz sehe dich vor richtig! Orbi. Ich bin hier kurz Du vor hast jetzt Orbi. eine eigene Art verdient, nämlich Untermensch! Hoch 20! Da fällt nicht mal Julians Blog was ein! Ja, wenn dem nicht Der mehr einfällt, wollte dann ist jetzt ein schon echt Video über was. dich machen, Digga, der war sprachlos! 20 Minuten Black Screen wäre gewesen! Mir wäre nichts mehr eingefallen bei dir, Missgeburt! Rollstuhl-Hater, du bist ein Hurensohn! Hoch 20, Digga! Du hast nichts gerissen in deinem Scheißleben! Hatest irgendwelche YouTuber, die famed sind! Bist du. Kannst du überhaupt reden? Die Stelle feiere ich auch sehr hart, da ist er nämlich kurz vorm Weinen.
Hier, hört euch mal an, wie er keine Luft bekommt und so kurz vorm Weinen ist. Sprachlos! 20 Minuten Black Screen wäre gewesen! Dem wäre nichts mehr eingefallen bei dir, Jetzt so. Missgeburt! Rollstuhl-Hater, du bist ein Hurensohn! Hoch 20, Digga! Du hast nichts gerissen in deinem Scheißleben! Hatest irgendwelche YouTuber, die famed sind! Bist du... Kannst du überhaupt abends einschlafen, du Carsten, das ist vorkommen zwei in deiner Mann. Wie kannst du so eine traurige Missgeburt sein? Das ist die ganze zwei Welt Jahre her! Fahren, was du für ein Opfer bist! Digga, ich mach einen Stream an! 10.000 Viewer, ich mach dich fertig den ganzen Tag! Ich lass deine Adresse finden, ich lass deinen Namen rausfinden, ich schwör's dir. Du hast den Falschen damals angemunkt, hast du mich verstanden? Junge, vor allem, er sagt, er lässt meine Adresse herausfinden, er lässt meinen Namen herausfinden. Er hat schon meinen Namen und so weiter viel vorher geleakt. Also der soll man nicht so auf Unschuldslamm tun, das ist immer wieder dasselbe. Ich schwör's dir, das ist hier gerade kein Scheiß, Digga, ich komm vorbei. Ich hau dich durch die ganze Wohnung. Was glaubst du, was du damals abgezogen hast, hä? Du kleiner Hurensohn. Ja, das war natürlich ich keine hier korrekte die Abonnenten Aktion. Am Start. Ich wollte und natürlich hier trotzdem noch als Bester abgeschnitten, das meine natürlich geil. Und du Bastard, erdreistest es hier, Videos zu machen, wo du mein Real Life Bild offenbarst. Was glaubst du, wer du bist? Wer gibt dir das Recht, über andere Menschen zu urteilen und dessen Privatsphäre zu veröffentlichen? Du kleiner Bastard, hätte ich damals schon meine 5 Firmenanwälte gehabt, ich hätte dich so verklagt, du hättest gar nicht mehr gewusst, wohin. Du hättest auf die Straße hättest dich in den Arsch ficken lassen, für 50 Euro, damit du die Schulden zahlen kannst. Er ist so ein kindischer Choleriker. Ja, jetzt komm erstmal ein bisschen runter. Du kannst mich am Arsch lecken, ich lass dich abstechen, verpiss dich ein Tier. Du Bastard! So eine Missgeburt wie dich habe ich echt selten gesehen. Und ich habe schon viele Missgeburten gesehen. Du bist sogar noch krasser als Rambo, weil der hat sich wenigstens verpisst. Ey, ihr müsst euch mal vorstellen, er liegt meine Real-Life-Informationen, tut dann auf Unschuldslamm und ach, Alter, es ist... es ist einfach nur zu schön. Der kommt hier nicht mehr an und macht einfach auf halbe Welt. Digga, der hat gemobbt und jetzt ist er weg. Aber du schwitzt hier auf dem Teamstick und denkst doch, du hast hier irgendwas zu melden. Das oder stimmt doch gar nicht. Recht, irgendwas zu erklären, Digga, das ist Ende. Dein Leben ist zu Ende, Mann. Das ich lass kommt dich auch verschwinden. Noch du bist weg. Du bist out of map, Alter. Du spawnst draußen. Aber wenn man out of map ist, stirbt man nach halt 3 Sekunden. Halt deine Fresse, du bist hier irgendwie witzig. Rollstuhl-Hater, Alter. Ich prügel dich in den Rollstuhl. Ohne Scheiß, egal wann ich zu Wort gekommen bin, ich hab ihn immer so verbal gefickt. Holy shit, wie alt bist du überhaupt, du Zwerg? Alter. Mit 16? Mit deiner dreckigen Fußballfresse, du dreckiger Bastard. Kommst du denn auf Fußballfresse? Ah, der war gut. Der war gut. Ah, ja, okay. Das ergibt Sinn. Ja, Carsten, jetzt lass uns doch mal zivilisiert hier reden. Digga, du redest mich bei meinem scheiß Nickname an! Elotrix, tut mir leid. Okay, Elotrix Livestream, okay. Ja, okay, Elotrix. Nenn den bei dem Namen, wo du damals die Fresse groß aufgerissen hast. Schön in den Titel geschrieben. Schön ein paar Extra-Klicks. Du kleiner Hurensohn. C.H. Nichts gerissen, Digga, nichts! Du bist kein... Du kannst nicht mal Leute untertellen. Ja, ich kann wirklich nicht mal Leute untertellen, also... Immerhin krieg ich's jahrelang am Stück wenigstens eine Fanbase zu halten. Du machst einfach nur Videos, wenn du Geld brauchst. Also und vor allem untertain ich keine Leute, sondern wenn, dann entertain ich Leute. Du fucking Sprachfehler. Haten kannst du oder was? Was hab ich dir getan, du kleiner Hurensohn, hä? Carsten, du hast mir gar nichts getan. Digga, hab ich dir gerade nicht was gesagt, oder? Ich schwör's nicht, komm zu dir, ich lass Ach so, dich ja, abstechen. Ja, Elotrix Livestream. Du kleine Missgeburt, Alter. Oh, er macht das Bin so lächerlich. Was willst du mit diesem Opfer? Da kannst du gleich Rambo heiraten. Oh, ich kenn die alten Videos nicht und die Geschichte auch nicht. Du hast ja überhaupt keinen Plan, du bist überhaupt nicht im Bilde, Junge. Bin ich auch nicht. Bin ich ehrlich zu dir. Machst du morgen... Fedor kannte natürlich alle Videos, oder? Wo ist die ja, Schwänze aber... los? Bist du dicht, oder was? Meine Fresse, ey, da rege ich mich auf. Wie das ist doch schon zwei Jahre her. Aus dem scheiß Löchern gekrochen kommt. Kann man sich um den Bauch schlingen, Digga. Du trägst meine Tasche, für mehr bist du nicht zuständig, Alter. Du Bastard. So ein Wichser wie dich, Alter. Holy shit, Mann. Geil. Ich denk mir so, Alter, wie hobbylos kann man sein, solche Videos zu machen, was für eine Missgeburt man sein muss. Sich selber Rollstuhl hinterlässt und irgendwelche
Damit man wenigstens die Hater der YouTuber auf seiner Seite hat. So eine erbärmliche kleine Drecksau bist du. Jetzt bekomme ich wieder den Anschluss, wenn du morgen Halsschmerzen hast. Und nur damit du dir Bescheid weißt, dass du hier nicht denkst, du kannst hier noch ein paar extra Klicks mit der Aktion abstauben oder so ein Scheiß. Nein, wenn du das hochlädst, dann kriegst du erstmal Post von meinem Netz. Okay. Ansage übrigens an Elotrix. Ich werde dieses Video auf jeden Fall hochladen. Ich bin gespannt, ob ich Post von irgendwelchen Anwälten bekomme. Weil erstens ist es das Video von Fedor und zweitens ist meine Stimme dort zu hören und die von Fedor und du bist einfach nur irgendeine Drittnebenperson. Deswegen, there you go. Ich mache zwar nach ein paar Jahren dieses Reaction-Video, aber ne, trotzdem. Verbiete dir damit hiermit sämtliche Domaufnahmen, die du klar. Ach so, genau. Und dann sagt er so, er verspricht sich sowieso noch, also er erlaubt mir hier sämtliche Tonaufnahmen zu veröffentlichen, weil hier hört genau hin. Abstauben oder so ein Scheiß, wenn du das hochlädst, dann kriegst du erstmal Post von meinem Netzwerk, damit du Bescheid weißt. Verbiete dir damit hiermit sämtliche Domaufnahmen, die du kleiner Hurensohn gerade machst, nicht zu veröffentlichen, haben wir uns verstanden? So, er verbietet mir, die Tonaufnahmen nicht zu veröffentlichen. Also, er verbietet mir, also, ich muss die Tonaufnahmen quasi veröffentlichen. Er verbietet mir, dass ich sie nicht veröffentliche. Also, deswegen, nochmal selbst gefickt. Ich weiß, Deutsch ist jetzt nicht unbedingt deine wirklich größte Glanz in der Schule gewesen. Das weiß ich ja auch durch ein paar Zeugnisse von deinen Freunden. Aber, ich meine, weiter geht's mit dem Video. Dreckiger Kleiner! Zehnfach hoch 20 Untermensch, du Bastard, du! Oh, ich reg mich so auf! Du ein Hurensohn, wie? Alter, nee, Alter. Du bist die Härte! Du bist echt! Du bist die Krönung, bist du! Die Krönung! Sonst noch was? Da muss ich erstmal was trinken auf den Schlucken, Alter. Meine Stimme ist schon weg, Alter. Schlimmer als. Carsten, nur mal so. Das ist ja ein Black Ops Ding. MP3, ey. Aber nur mal so für die Unwissenden jetzt. Was hat er denn genau gemacht? Junge, vor allem Fedor weiß alles, was ich gemacht habe. Das ist der größte Untermensch, dass du überhaupt noch atmest. Selbst die Luft müsste sagen, Digga, auf dich hab ich keinen Bock, verreck. Die arme Luft, die muss leiden, in deine unglaublich unarischen Lungen strömen zu müssen. Guck mal, was er da für eine Scheiße, für eine rassistische Drecksscheiße labert, Alter. Dieser fucking Untermensch, dass es wirklich noch Leute gibt, die irgendwie an seiner Seite sind, Alter. Wenn ich das schon wieder höre, Alter, da kriege ich einen Kotzkrampf, Alter. Hört euch mal, gebt euch mal das, Alter, was er da mit seinen unarischen Lungen war. Junge, Alter, bist du komplett behindert im Kopf, Carsten, oder was? Alter, willst du, dass ich noch mehr Scheiße über dich nieke, oder wie? Junge, also, glaub mir. Bilder und Nachname, das ist mit Sicherheit nicht das Einzige, was ich über dich weiß. Und du bist so ein ekelhafter Mensch, dass du das damals mit mir abgezogen hast, ich darauf eine Aktion mache und du auf Unschuldslamm tust und dabei noch so viel Dreck am Stecken hast. Ich bin froh, dass du dich derzeit im Internet versteckst, weil du dich auch einfach nur schämst vor dich selbst und naja. Gut, weiter geht's. Hört euch auf jeden Fall das nochmal an mit den unarischen Lungen. Das ist einfach der größte Untermensch, dass du überhaupt noch atmest. Selbst die Luft müsste sagen, Digga, auf dich hab ich keinen Bock, verreck. Die arme Luft, die muss leiden, in deine unglaublich unarischen Lungen strömen zu müssen. Ekelhaft. Ja, ekelhaft. Da hast du recht. Das ist mein Ernst, Digga. Du bist am Arsch. Ich mach ein Video, weil ich fick dein Leben. Was glaubst du, wer du bist? Was glaubst du's? Hab ich dir irgendwas getan, du Mensch? Ich mach jetzt ein Reaction-Video, Bro. Glaub mir, mit diesem Reaction-Video hab ich dein Leben jetzt nochmal gefickt. Jeder weiß mittlerweile, was du für ein fucking Choleriker bist. Jeder weiß mittlerweile, wie sehr du auf Unschuldslamm tust. Und die Zeiten sind vorbei. Du traust dich selber nicht mehr irgendwie, dich im Internet zu zeigen. Traust dich nicht mal irgendwie Mann an Mann mit mir zu sprechen. Und
Deine Zeiten sind vorbei, Lutschix. Du hast dich mit dem Falschen angelegt. Ich vergesse das nicht. Ich bin schlimmer als ein Elefant. Ich weiß alles noch, Digga. Ich hab die scheiß Videos nicht runtergeladen. Ich weiß trotzdem noch alles. Jeder Hater, der je gemuckt hat, ihr habt reingeschissen. Ja komm, jetzt, Digga, ich höre. Ja, jetzt, du musst halt... Wo ist denn das Gemucke? Komm, fang an! Was ist dein scheiß Problem? Du hast mich doch noch gar nicht ausreden lassen, Elodie. Guck mal, dann lässt mich die ganze Zeit nicht ausreden, das ist... Aber ich hab doch voll die Neidestimme. Du kannst dir nicht mal 200 Scheine leisten. Deine dreckige Mutter muss anschaffen gehen, damit du was zu beißen hast. Und stattdessen... Ah, guck, das ist auch heftig, was du sagst. Ich hab... Aber ich hab doch voll die Neidestimme. Du kannst dir nicht mal 200 Scheine leisten. Deine dreckige Moslemmutter muss Deine dreckige Moslemmutter muss anschaffen. Elotrix, du bist... Ganz ehrlich, jetzt nach den paar Jahren habe ich dich nochmal allein mit der Reaction so gefickt. Also, ich möchte einfach nur nochmal anmerken, ich war damals 15, er war über 20, 23 oder was er da war. Und du bist einfach ein fucking rassistisches Arschloch. Niemand sympathisiert mehr mit dir. Das ist der Grund, warum du dich aus dem Internet fernhältst. Und wirklich, also ekelhaft einfach nur, ekelhaft. Anschaffen gehen, damit du was zu beißen hast und stattdessen du dir im Haushalt hilfst oder so oder dir Hobbys suchst, hast du nichts anderes zu tun als irgendwelche YouTuber, die tausendmal krasser sind als du und deine ganze Inzuchtfamilie zusammen auf YouTube zu halten. So eine Missgeburt bist du. Holy shit, Digga. Und trotzdem immer als Erster abgeschnitten, obwohl ich immer so mit ihm gehatet habe. Immer mega nice. Beiseite ja. Mit dir, du bist echt, dich würde ich nicht mal mit der Zange anfassen, nicht mal wenn ich einen ganzen Wassertank Wasser hätte und du nicht mehr verdursten bist. Ich würde das Wasser 1000 Liter die Sekunde in die Wüste spritzen. Ich würde dir nicht mal ein Glas zu trinken geben, du könntest elendlich verrecken. Ich würde dir doch in die Fresse treten. Das ist so ein ekelhafter Mensch. Du elender kleiner Bastard. Das ist so ein ekelhafter Mensch. Hört sich nice an. Der witzig. Richtig witzig. Ja, aber du musst dich doch Rollstuhl, mal beruhigen. Der King, weißt du, auf diese... Wo bist du, der King? Du bist die Überall. Größte. Du bist der größte Furz, bist du. Der Furz bist du. Ein Nichts. Ein Hurensohn. Hoch 20 bist du. Und vor allem, er hat davor noch gesagt, dass ich der King im Internet bin. Wo deswegen. Bist du, der King? Du bist so ein typischer Nachjoiner-Spaß, der sich King erklärt, weil er denkt, er hatte irgendwas zu melden. Wo bist du, der King? Im Internet. Du hast da gerade sogar gesagt, dass ich der King im Internet bin am Anfang. Okay, ich glaube, viel mehr kommt da nicht. Nee. Viel mehr kommt da nicht. Warum kriege ich eine Ad auf YouTube? Ach so, weil ich inkognito gerade bin. Leute, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Elotrix, absoluter Choleriker, ich hab dich wirklich nochmal allein mit diesem Reaction-Video komplett zerstört. Ich meine, du bist einfach nur ein fucking rassistisches Arschloch und das sollte langsam auch mal jeder wissen, ne? Also, ich lasse mit Sicherheit nicht irgendwelche Screenshots und Namen von meiner Mutter von dir liegen, damit du dann auf Unschuldsnamen tust und dann meine Mom dann als dreckige Moslem-Mutter beleidigst. Ich denke, mit diesem Video ist alles gesagt. Ja, Carsten H. Du wurdest offiziell nochmal zerstört. Und das nur mit einem Reaction-Video. Ich hoffe, dir ist es mittlerweile peinlich. Und wenn du das Video gucken solltest, bis jetzt sogar, ja, dann kannst du dich ja mal melden, ob dir das mittlerweile mal dezent peinlich ist. Oder
du immer noch so ein Choleriker bist, wer weiß. Ja, ich denke nicht, dass man sich zivilisiert mit dir noch unterhalten kann. Aber, naja, schauen wir auf jeden Fall mal. Es tut mir leid, dass du dich selbst zerstört hast und nicht mehr im Internet da bist. Aber ich wünsche dir trotzdem viel Glück weiterhin. Und Leute, wir sehen uns auf jeden Fall in einem neuen Video bald. Deswegen haut rein, Leute, und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.